Hallo und herzlich willkommen im Forza Rahmenrock. Mein Name ist Ilja Fevralev und ich stelle Ihnen heute den vollelektrischen E-Transit vor. Mit bis zu 317 Kilometer elektrischer Reichweite hebt er sich nämlich deutlich von seinen Mitbewerbern ab und sorgt dafür, dass ohne Reichweitenangst das Fahrzeug wie gewohnt in ihren Alltag planen können. Das Fahrzeug ist verfügbar mit zwei Motorisierungen. Einmal 184 PS und einmal 269 und 430 Newtonmeter, was schon echt ordentlich ist, gerade für ein Nutzfahrzeug. Sie haben eine maximale Nutzlast von 1720 Kilo, maximal, bedeutet, Sie brauchen eigentlich wirklich keine Abstriche machen. Und sollte Ihnen die Reichweite mal nicht reichen, können Sie einfach hier über die Ladeklappe, wie bei elektrischen Fahrzeugen üblich, schnell laden mit bis zu 115 kW, dann haben Sie in einer guten halben Stunde den Akku wieder auf 80%. Wenn ich auf die optischen Merkmale eingehe von dem Auto, sieht man im Grunde, dass der Transit sich treu geblieben ist. Er hat sich in der Front ein bisschen verändert, dadurch, dass er diese blauen Lamellen im Kühlergrill hat, um zu zeigen, okay, das ist ein Elektrofahrzeug. Der Motor ist komplett entkoppelt, der ist auf der Hinterachse, sorgt dafür, dass Sie noch ein bisschen ruhiger, ein bisschen angenehmer auch mal eine Langstrecke fahren können, ohne die Antriebsanflüsse zu spüren. Das unterscheidet den nämlich auch von seinen Mitbewerbern. Als nächstes kommen wir mal in den Innenraum, denn da haben wir die größten Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger. Die größte Änderung hat der neue Ford E-Transit im Innenraum erhalten. Dort wurde das Cockpit komplett überarbeitet, sodass jetzt auch hier der 12 Zoll Touchscreen mit Sync 4 System Einzug findet. Das System kennen wir schon aus dem neuen Ford Mustang Mach-E und auch aus dem Focus. Das zeichnet sich dadurch aus, dass Sie gerade auch die Ladeplanung für eine längere elektrische Fahrt direkt über ein Navigationssystem planen können. Unter anderem haben wir hier die Klimaleiste, die sehr, sehr schön einfach und intuitiv zu bedienen ist. Passend zum E-Fahrzeug, elektrischer Drehregler für die Automatik und wie Sie es eigentlich auch schon bei den anderen Transits gewohnt sind, haben Sie hier im Bordcomputer die wichtigsten Informationen zu Reichweite, Geschwindigkeit und Verbrauch. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Einblick in unseren neuen E-Transit gefallen. Wenn Sie Lust haben, den mal Probe zu fahren, kommen Sie gerne bei uns vorbei. Wir haben ihn angemeldet. Bis zum nächsten Mal.